Roadmap zu digital-analogen Gesamtstrategien. Wenn es so einfach wäre, dass man jetzt sagen könnte, die 5 Schritte zur digital-analogen Gesamtstrategie, Problem ist gelöst. Nein, so einfach ist es dann nicht, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge, die ich Ihnen mitgeben kann. Das eine habe ich ja schon gesagt, diese 3 Ebenen, ja, also daran sollten Sie arbeiten. Das nächste ist, Sie brauchen ein Verständnis des digitalen Optionsraumes. Was ist das nun wieder? Ich erkläre es Ihnen. Wir müssen verstehen, was Digitalisierung für Ihre Institution überhaupt bedeuten kann. Da steht jetzt gerade sein, dieser innere Kern dieses Bildes. Ja, das ist der Optionsraum, den Ihre Institution gerade nutzt. Also wenn Sie eine digital-analoge Gesamtstrategie bauen wollen, schauen Sie sich zuerst mal an, was haben wir eigentlich schon? Ja, da gibt es ja immer schon was. Also Sie nutzen vielleicht Zoom, Sie haben vielleicht einen Katalog, Sie haben vielleicht eine Webseite oder. Ja, es ist ja nicht so, dass Sie bei Null anfangen. Ja, und dann gucken Sie sich das mal an, so was gibt es da? Ja, was haben wir schon? Auch mal analysieren, was läuft davon gut, was läuft vielleicht nicht gut und so weiter. Das ist ein sehr schönes Element, schon mal damit zu arbeiten. Dann gehen wir in das Wollen. Das Wollen ist nichts anderes als der erweiterte Optionsraum Ihrer Institution. Das ist all das, was man bei Lichte betrachtet jetzt schon tun könnte. Ja, da kommt dann auch mal so Inspirationen von anderen Institutionen rein. Man sagt, ah, aber die machen schon das und das. Ja, also die nutzen schon Twitch, die dürfen schon das machen, die tun schon das. Ja, also das ist dieser erweiterte Bereich, wo man sagt, das könnten wir eigentlich, wenn die Ressourcen, alles andere stimmen, jetzt schon umsetzen. Und vielleicht nutzen das ja einige auch schon. So, und dann kommen wir in den Bereich könnten. Ja, was ist damit gemeint? Das ist der gesamtdigitale Optionsraum, also alles, was es schon gibt. Ja, es ist ganz wichtig, dass Sie als Institution auch diese dritte Ebene, diese dritte Schale verstehen. Also Sie müssen wirklich digitales Know-how aufbauen. Da geht es nicht darum, dass Sie sinnlos irgendwas programmieren können. Aber das sind diese Elemente, wo es darum geht, mal auf die Gamescom zu gehen. Ich kenne so viele Kulturinstitutionen, die entweder einen YouTube-Kanal haben, sein oder einen als nächstes machen wollen. Ja, zweite Ebene. Und ich kenne ganz wenige nur, die sich erstmal umgeguckt haben auf YouTube, was es da denn alles gibt. Ja, und das merkt man immer, wenn man dann so abfragt und sagt, haben Sie sich schon mal ein Unboxing-Video angeguckt? Und die, ich gucke mir kein Boxen an. So, nein, es geht nicht um Boxen, es geht darum, wie ich habe vor zwei Tagen meinen neuen Plattenspieler geliefert bekommen. Und dann gibt es Leute, die stellen eine Kamera auf und zeigen, wie sie einen Plattenspieler auspacken. Und vielleicht noch aufbauen. Jetzt wird man sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? Für ganz viele Leute ist das total spannend. Sie werden es kaum glauben. Ja? Also haben Sie sich schon mal Kochshows auf YouTube angeguckt? Haben Sie sich mal irgendwelche Celebrities auf YouTube angeguckt? TED-Talks sich angeguckt? Haben Sie mal Gaming-Events sich dort angeguckt? Haben Sie mal angeguckt Katzenvideos? Ja, ich sage immer, für Kulturinstitutionen von Katzenvideos lernen heißt siegen lernen. Da kann man sich ganz viel abgucken, ohne dass sie später mit Katzenvideos wirklich arbeiten müssen. Aber das sind manchmal 18-, 19-jährige Menschen, die schaffen es mit sinnlosen Inhalten und noch sinnloseren Herangehensweisen 30 Millionen Zuschauer zu kriegen. Keine Ahnung, wie die das machen. Also schauen wir uns doch mal an. Ja, und ganz nebenbei, das spart unglaublich viel Geld für Berater. Ja, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich als Berater, ich habe es ja immer einfach, wenn ich in eine Institution komme und feststelle, sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, weil dann kann man ja sonst was erzählen. Ich habe es aber lieber, wenn ich das Gefühl habe, ich komme zu einer Institution, die ist schon vorbereitet. Da ist schon was da. Da ist ein Verständnis da. Die wissen, wo sie hinwollen. Das macht es für alle Beteiligten billiger, spannender und auch interessanter natürlich. Ja, und das Erste, was sie tun müssen, ist, gehen sie immer hin, und sagen Sie, wir schauen uns erstmal den digitalen Optionsraum an. Diese 3 Ebenen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und dann die zweite Folie dazu. Hören Sie auf, sich Einzelprojekte und Prozesse anzugucken. Oh, wir haben eine App. Oh, wir haben in der Bereich der digitalen Kulturvermittlung eine Webseite ins Netz gestellt. Oh, wir haben auf Instagram einen alten Meister wieder auferstehen lassen. Oh, wir haben mal jemandem erlaubt, einem Künstler unseren Instagram-Account zu übernehmen. Oh, wir haben einen Twitter-Account, bei dem wir uns mit anderen... Alles schön, alles super und wichtig. Aber
Es geht darum, ein Gesamtsystem zu entwerfen. Es geht darum, zu überlegen, was sind die Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Prozessen und Projekten, die wir da haben. Und das Zweite ist, glauben Sie mal ja nicht, dass es sinnvoll ist, die nächsten 200 Jahre dauernd neue Technologien einzukaufen. Denken Sie mal an Hey Jude, ja, was macht Hey Jude aus? Ist ein guter Song, deswegen funktioniert es und nicht, weil da 40 Geigen im Hintergrund sind oder irgend sowas. Was damit gemeint ist, ist, wir müssen verstehen, bei der Digitalisierung geht es nicht um Technologien, sondern um bestimmte Funktionen. Ich habe Ihnen das hier nochmal aufgeschrieben. Vernetzung, vernetztes Denken, Denken als Netzwerke. Wir sind immer noch so weit, dass die wenigsten Kulturinstitutionen auf die Idee kommen, Inhalte anderer, vielleicht auch konkurrierender Kulturinstitutionen im Netz zu teilen. Also Kultur, der Kultursektor wird nicht als ein Sektor, nicht als ein Netzwerk wahrgenommen, sondern als kleine Gruppe von Einzelinstitutionen. Und damit erzeugen sie keine Wirkung. Da kann ja jeder kleine Donald Trump kommen und hat sofort mehr Follower als Sie. Das ist ja nicht das Ziel. Eigentlich müsste es ja andersrum sein. Flexibilität und Agilität. Also, wie können wir immer auf neue Herausforderungen, neue Technologien reagieren? Multioperabilität, tolles Wort, oder? Was ist damit gemeint? Es gibt nicht nur einen Weg der Kulturvermittlung. Ich wünsche mir manchmal, dass man sagt, wir haben hier ein Thema XY und wir haben immer mindestens drei unterschiedliche Wege, wie sich Menschen dieses Thema erschließen können. Besser wären 10. Ja? Und wenn das ein digitaler Weg ist, ist es ein digitaler. Wenn es ein analoger ist, ist es ein analoger. Völlig egal. Hauptsache, es ist gut. Ja, wir haben viel zu oft immer nur einen Weg, um an das Werk zu kommen, an den Inhalt zu kommen, an das Buch zu kommen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Diversität, das digitale Thema ist vor allen Dingen ein Thema der Diversität. Ja, wenn Sie digital wollen, dann müssen Sie auch so arbeiten wollen, wie alles, was da draußen im digitalen Wahnsinnsraum passiert. Ja, das digitale Thema ist ein Thema der Diversität. Ja, und Nachhaltigkeit. Ja, also nicht ganz viel Geld jetzt für Technologien ausgeben, weil jetzt ein Förderprogramm. Ich würde mir manchmal wünschen, dass Kulturinstitutionen bei einem Förderprogramm auch sagen, wir machen alle nicht mit, weil das einfach überhaupt nicht das ist, was wir im nachhaltigen, umfassenden Ansatz im Sinne einer digitalen, nachhaltigen Gesamtstrategie irgendwie brauchen. Das heißt zu Deutsch, erster Schritt, Sie gucken sich alle Prozesse an, gucken sich mögliche Wechselwirkungen dazwischen an. Und das Zweite ist, Sie gehen auf diese Funktionsebene, Sie schauen an, wie können wir maximale Vernetzung erzeugen, Flexibilität erzeugen, Multioperabilität erzeugen, auf Diversität reagieren, auf Nachhaltigkeit reagieren? Was für Funktionen zahlen darauf ein? Und wo ist dann im Digitalen wie im Analogen dort ein Weg, der uns weiterhelfen würde?